So, ihr Lieben, wir sind auf dem Rückweg von Meduca. Wir sind ja bis jetzt schon um die 1600 Kilometer gefahren. Es war echt ein anstrengender Tag. Es waren bis jetzt anstrengende fast 20 Stunden. Als wir in Meduca voller Erwartung angekommen sind, wir wollten ja helfen, wir hatten die Autos voll, wir sind mit drei Transportern gefahren. Ich hatte noch fünf Leute mit, die tatkräftig unterstützt haben, die mitgefahren sind. Zu Hause haben ganz viele Leute gesammelt und gepackt und Lunchpakete für die Trucker fertig gemacht. Ja, waren ganz viele beteiligt. Es haben so viele Leute von dem bisschen, was sie haben, ganz viel abgegeben, weil sie helfen wollten. Und umso ernüchternder war dann eigentlich das, was wir erlebt haben. Es hat uns alle sehr sprachlos und traurig gemacht. Wir sind dort angekommen und haben Berge von Hilfsgütern gesehen, die achtlos auf diesem riesengroßen Parkplatz rumlagen, für die sich kein Mensch interessiert hat. Die wurden so ein bisschen auseinandergerissen und achtlos liegen gelassen. Darunter waren viele, in meinen Augen, nutzbare, wertvolle Sachen. Nagelneue Kleidungsstücke, nagelneue Schuhe, Windeln, Pflegemittel für Kinder. Alles, was man sich vorstellen kann. Alles, was in meinen Augen, auch in den Augen meiner Helfer, notwendig wäre, wenn man wirklich die Hilfe bräuchte, hat alles keine Beachtung gefunden. Niemand wollte die Hilfsgüter wirklich haben. Wir hatten das Auto auch voll mit Lebensmitteln. Überall standen die Lebensmittel rum. Überall standen Getränke rum, für die sich eigentlich niemand interessiert hat. Und das hat mich echt verdammt traurig gemacht. Wir standen dann dort in diesem Wust von Hilfsgütern, für die sich kein Mensch interessiert hat. Es waren ganz viele Menschen, wir haben die auch angesprochen und wollten denen natürlich was Gutes tun. Deswegen sind wir ja aufgebrochen und diese 1000 Kilometer dorthin gefahren. Aber die wollten eigentlich, die wollten unsere Hilfe nicht. Ich hatte das Gefühl, ich bin in einem schlechten Film. Und ich habe mich ein bisschen wie ein kleiner Idiot gefühlt. Ich habe das ein Stück weit bei mir gelassen, weil ich kann das eine fühlen, weil ich ein sehr empathischer und emotionaler Mensch bin, aber meinen Begleitern ging es da nicht anders. Es war eigentlich für uns alle schwer auszuhalten. Wir waren total übermüdet. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren und dann steht man da mit den Autos vollgeladen, mit allem, was man sich vorstellen kann, nagelneue Sachen. Von allem nur das Beste und Tollste und die wollen es eigentlich gar nicht haben. Und dann standen wir da, die Kartons in den Autos, die Lebensmittel in den Autos und dann haben wir uns gefragt, ja, was machen wir denn jetzt damit? Wir haben es dann dort abgeladen, weil dafür war es ja gedacht. Und so ein junger Mann, ein junger 14, hat uns noch geholfen, die Autos zu entladen. Aber es war eigentlich eine eher traurige Geschichte. Und dann kamen so ein paar junge Menschen, die haben die Kartons aufgerissen, alles achtlos liegen gelassen. Und das tat mir dann schon in der Seele weh, weil ich weiß ganz genau, bei uns zu Hause, es gibt genügend Menschen, die sich über diese Hilfe sehr gefreut hätten. Und wir haben es aber favorisiert, hier runterzufahren und hier zu helfen. Aber es war auch keiner daran interessiert, mit uns mitzukommen, Hilfe bei uns in Deutschland zu bekommen. Das wollten die gar nicht. Und wir haben uns alle ein Stück weit gefühlt wie kleine Idioten. Vielleicht haben wir da irgendwas missverstanden, weil in den Medien wird ja gesagt, da sind so viele Menschen auf der Flucht. Ja, da sind viele Menschen angekommen, aber die wollen gar nicht weg. Und die wollen unsere Hilfe so nicht wirklich, nicht so, wie das dort erzählt wird. Ja, ich weiß nicht, ob es vertane Zeit war. Für uns war es eigentlich eine Möglichkeit, dass wir uns selbst ein Bild machen konnten. Ist sicherlich auch wichtig, ja, dass man nicht immer nur alles glaubt, was uns in den Medien vermittelt wird. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Erfahrung, aber kostet natürlich auch eine ganze Menge Geld und ich denke, das können wir anderen Menschen besser zugutekommen lassen. Ja, auch die
wir wollten dann auch die Trucker auf den Rasthöfen versorgen. Da standen ganz viele LKWs. Wir hatten Lunchpakete mit David Strübing von Halcon. Der hat ganz viele Brote geschmiert und Obst besorgt und hat uns damit versorgt, dass wir die Leute auf den Rasthöfen versorgen konnten. Da standen auch eine Menge LKWs, aber da war niemand drin, niemand, der unsere Lunchpakete haben wollte. Das heißt, haben wir wieder mitgenommen. Und auch in Medica wollte das keiner haben. Gut, haben wir dann wieder mitgenommen, essen wir selber oder weiß ich auch nicht. Ja, der Konvoi der Hoffnung, ja, würde ich sagen, das war ein Konvoi, der eigentlich sehr lehrsam war. Das, was in den Medien gezeigt und gesagt wird, haben wir dort nicht finden können. Aber ich würde trotzdem immer wieder helfen. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade dazu nicht ein. Ich muss diese Gedanken, ich muss dieses Erlebnis, ich muss das, was wir dort gesehen haben, alles erstmal sortieren und setzen lassen. Und so geht es auch meinen Begleitern. Wir sind alle ein bisschen irritiert, weil wir haben da eine Menge ans Bein gebunden und wir wollten so viel Gutes tun. Gut. Wir gehören wenigstens nicht zu denen, die nur davon reden, was Gutes zu tun. Wir haben es versucht, wir wollten es machen und das war die ganze Sache schon wert. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne?